ziehen wir mal die Folie ab. Okay. Dann sehen wir hier, das ist, ich glaube nicht, das ist nicht drauf gedruckt, sondern das ist quasi schon per E-Ink gerade angezeigt. Dann haben wir hier die verschiedenen Buttons, das ist glaube ich für Tastatur. Das ist hier so dieser Cursor, Home-Button. Die Zeichen darauf kann ich nicht erkennen, das hier ist zurück. Ah, das hier ist glaube ich Menü. Hier an der Seite haben wir die Buttons zum Umblättern. Geht ein bisschen schwer, habe ich jetzt das Gefühl, aber mal schauen, wie es gleich funktioniert. Unten eben der USB-Anschluss und hier unten ist der Powerschalter. Da drücken wir jetzt mal drauf. Schauen, was passiert. Jetzt grünes Licht. Einmal schwarz und er fährt hoch. Das Gerät sollte eigentlich jetzt schon auf meinen Account installiert sein. Zumindest wird einem das gesagt. Das ist auch eben wichtig, wenn man es verschenkt, weil das auf den eigenen Amazon-Account gemünzt wird. Dann muss man dann abmelden bei der Bestellung. Weil theoretisch sollte der sich jetzt schon die E-Books, die ich eventuell gekauft habe, gleich runterziehen, weil er sich eben mit meinem Account synchronisiert. Ich habe jetzt nur mal ein gratis E-Book runtergeladen. Mal schauen, ob das jetzt gleich schon runtergeladen wird. Hier wählen wir die Sprache aus. Achso, nee, das muss ich ja. Das ist eben nicht der Kindle Touch, den gibt es hier in Deutschland nicht, sondern man muss ja erst mit diesem Cursor-Button bedienen. Man sieht das gewöhnungsbedürftig, ich wollte gleich schon draufdrücken, aber dann machen wir das so als Deutsch. Als Gerätesprache verwenden. Okay. Es wird weiter geladen. Jetzt geht's los, Ihren Kindle einrichten. Willkommen. Um Bücher zu kaufen und so weiter, nutzen Sie das Wi-Fi-Netzwerk. Dies erfordert nur wenige Schritte mit Wi-Fi verbinden. Und jetzt sucht er, findet auch gleich mein Wi-Fi. Ich muss jetzt allerdings erstmal unser Wi-Fi-Passwort finden. Okay, er versucht sich jetzt gerade mit dem Kindle zu verbinden. Hier steht, mit dem WLAN zu verbinden. Hier steht, wird verbunden. Die Passworteingabe ging ganz okay. Die Tastatur zeige ich gleich nochmal. Ich glaube, jeder, der da irgendwie PlayStation-Erfahrung hat, wird da sicher schneller noch sein als ich. So, das ist nicht möglich. Habe ich mich jetzt vertippt oder nicht? Eigentlich habe ich es nochmal korrigiert, denn es bleibt nichts anderes übrig, als es nochmal neu einzugeben. Mal einmal ganz kurz zum die Tastatur zeigen. Dann haben wir hier oben eben Kleinbuchstaben A, B, C, D, E, F, G und zwar nicht in Querzu sortiert, sondern eben wirklich nach dem Alphabet. Und hier oben kann man dann eben durchwechseln, auch zu den Sonderzeichen, groß und klein. Die Zahlen, wenn man die sucht, stehen übrigens auch bei den Buchstaben. So, und ich versuche das jetzt nochmal mit dem Passwort. Okay, Passworteingabe, zweiter Versuch, hat tatsächlich geklappt. Man verflucht es ein bisschen, wenn man ein sicheres WLAN-Passwort hat, weil es dann so lang ist. Aber es ist nur einmal, er merkt es ja dann. Jetzt wird mich gefragt, ob ich das eben beim Kauf eingegebene Konto verwenden möchte. Wie gesagt, wichtig beim Verschenken, sollte man ein anderes Konto. Also am besten sein Konto abmelden, wenn man da bestellt, sonst kann der andere eventuell aufs eigene Konto ewig lang shoppen und da schön E-Books einkaufen. Mein Konto ist aber richtig. Jetzt ist die Einrichtung abgeschlossen und ich kann sofort im Kindle Shop stöbern. Machen wir doch mal. Okay, jetzt bin ich hier im Shop. Werden mir auch gleich ein paar Bücher vorgeschlagen. Hier oben komme ich zu deutsche, englische Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bestseller, Neuheiten,
Kurzroman und hier unten kriege ich gleich irgendwelche Empfehlungen. What Everybody is Saying, Getting to Yes, warum mir jetzt gerade das empfohlen wird, ist mir nicht so klar, aber wem ist das schon bei Amazon klar? Jetzt will ich mal einmal ins Menü, ich drücke jetzt hier auf Home. Okay, da habe ich jetzt noch nichts. Ich habe das Oxford Dictionary of English, ein deutsches Wörterbuch, das Benutzerhandbuch und ein Archiv, wo 6 Sachen drinstehen. Ah ja, verschiedene Dictionaries in den noch für andere Sprachen. Und ich habe mir hier mal aus Interesse irgendwie Machiavelli runtergeladen, den Fürsten, einfach weil es das gerade gratis gab. Das hatte ich vorher, nachdem ich den Kindle bestellt hatte, bei Amazon auf dem Computer gekauft. Und jetzt ist es quasi, ich packe das Gerät aus, mache es an und es ist direkt da. Gehen wir da mal rein. Ah, okay, jetzt wird es erst runtergeladen. Mal sehen, wie schnell das geht. Ah ja, das ging schnell. Das ist also das Buch. Was kann ich jetzt hier machen? Wenn ich auf Tastatur gehe, dann kann ich hier im Buch suchen. Worüber hat Machiavelli geschrieben? Über Macht wahrscheinlich. Das war eine Zeit lang so in bei Managern Machiavelli zu lesen, oder? Da gibt es wahrscheinlich auch so eine ganze komische Managerlehre, die da aufgebaut ist. So, jetzt sage ich hier fertig. Ja, okay. Markierung schalten. Nö, jetzt finde ich hier keine. Nichts gefunden, aber ich kann jetzt hier irgendwas noch markieren. Okay, also da muss ich mich noch etwas reinfinden, behaupte ich mal. Okay, was ich jetzt gerade mal noch versucht habe, ist ein PDF auf den Kindle zu bekommen, weil der Nachteil vom Kindle ist, er erkennt relativ wenig Formate. Also das EPUB-Format, eigentlich der Standard für E-Books, den respektiert Amazon nicht, sondern der haben ihr eigenes Format für den Kindle rausgebracht. Was es eben noch lesen kann, sind PDFs und ein Mobilformat, wo mir gerade der Name nicht mehr einfällt. Was aber geht, ist eben sich PDFs draufzuziehen. Und zwar geht das, glaube ich, recht einfach. Man kriegt nämlich eine Kindle-E-Mail-Adresse. Die ist, glaube ich, normalerweise der Amazon-Nutzername@kindle.com, wenn ich mich da nicht täusche. Das kann man aber alles bei Amazon.de in seinem Kundenbereich nachschauen. Da gibt es dann so einen Bereich, Mein Kindle, wo man das dann auch alles verwalten kann, die Dokumente und so weiter. Also man kann dieses Gerät online verwalten. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, gerade mal ein PDF zugeschickt. Ist nur noch die Frage, wann es ankommt. Ich muss vielleicht hier Sync und Download sagen. Ich habe mir keine neuen Inhalte. Dann schaue ich doch mal hier. Okay, hier ist jetzt der Browser vom Kindle. Der ist noch unter experimentell, was immer das heißen soll. Schauen wir doch mal die Seite vom Spiegel an. Wird jetzt hier geladen. Lädt recht langsam, aber das ist sicher, weil das alles hier in dieses E-Ink-Display da auftauchen soll. Ich denke auch mal, dass dieses Surfen deutlich mehr Akku braucht, als wenn man da nur E-Books drauf liest und alle Jubeljahre mal die Seite umdreht. Das lädt aber sehr lange. Also mit schnellem Nachrichten checken ist da erstmal nichts. Okay, der Kindle kann die angeforderte Seite nicht laden. Das ist also mit experimentell gemeint. Gehen wir nochmal hier zurück. Schon nochmal hier URL eingeben, was dann passiert.
gucken, ob mein Blog Kindle tauglich ist. Ich vermute mal nicht. Oh, da gibt es bestimmt bald ein WordPress-Plugin für. Ja, hier seht ihr auch mal, wie das mit der Tastatur so abläuft. Netz. Nein, falsch. Ich kann nicht mal meinen Blognamen schreiben. Nein, das liegt hier an dieser Tastatur. Ist auch nicht so angenehm, das hier zu steuern, um da jetzt mal irgendwelche Kritik aus der Hüfte zu schießen. Und man kann eben hier dieses Feld leicht verfehlen, weil der Cursor da ein bisschen hinterher hinkt. Fertig. Gehe zu. Und das lädt flott und siehe da. Unser Blog ist Kindle-tauglich. Nicht, dass man was erkennen könnte auf den Bildern. Aber ich kann jetzt hier immer ranzoomen. Und dann taucht auch ein Cursor auf. Okay, da muss man ein bisschen Geduld haben beim Klicken. Kann dann hier Sachen auswählen, draufklicken. Also Links funktionieren auch. Also da muss ich sagen, bin ich jetzt echt positiv überrascht. Es wird sogar hier sowas, die Werbung weiter ausgeliefert. Rechts die Google AdSense Banner und das Facebook Plugin. Also da bin ich jetzt tatsächlich überrascht. Damit hätte ich nun absolut nicht gerechnet. Und wenn ich hier an den Text ranzoome, dann kann man das auch recht schön lesen. Ja, es ist natürlich ein bisschen das Problem, dass eben nicht die Textbreite jetzt hier in dem Fall genau die Kindle-Breite ist. Also das ist wahrscheinlich dann seitenabhängig. Aber hey, mein Blog ist weiter als Spiegel Online, was den Abruf auf dem Kindle angeht. Oder vielleicht hat das auch nur gerade nicht funktioniert. Aber da bin ich jetzt schon mal positiv überrascht von diesem Browser. Aber wir wollten eigentlich nochmal nach dem Dokument schauen. Wird geprüft. Keine neuen Inhalte. Da muss ich nochmal schauen, wo das PDF abgeblieben ist, das ich mir eigentlich gemailt habe. Okay, da auch nochmal eine Richtigstellung. Diese 5 GB beziehen sich auf die Kindle-Bibliothek, also die ich dann online habe, die beträgt 5 GB. Das heißt, ich habe immer noch ein Backup online von diesen Dokumenten, die ich mir schicke. Allerdings scheint dieses Dokument jetzt noch nicht angekommen zu sein. Oh, ich habe hier gerade noch was Schönes zum Browsen entdeckt. Man kann, wenn man auf Artikelmodus geht, wo ich gerade meinte, die Textbreite stimmt nicht. Es gibt einen Artikelmodus, ähnlich wie Readability, wo er dann eben den Text doch auch der Breite hier anpasst. Das heißt, da lassen sich wirklich bequem online Artikel lesen. Hier sind dann die ganzen Buttons auch weg, aber die brauche ich ja nicht. Wenn ich diesen Text lese, man sieht hier das ganze Styling geht weg, aber das finde ich klasse schon mal. Was ich nicht so klasse finde, ist, dass ich weiterhin auf mein PDF warte. Okay, mein Dokument ist immer noch lost. Was ich sehr schön finde, ist auch hier, man kann auf diesem Ding eben auch Zeitungen abonnieren. Es geht nicht nur um Bücher, sondern auch Zeitungen. Und zwar haben wir hier die Zeit, die Welt kompakt, Welt am Sonntag, die FAZ, leider nicht die FAS, wenn ich das richtig sehe. Die Welt und die Welt am Sonntag und schön die neue Zürcher Zeitung, die man ja sonst in Deutschland nur zu einem horrenden Preis erwerben kann und die, das muss man so sagen, zu einer der besten Zeitungen der Welt gehört. Definitiv. Und es gibt, also zumindest bei der und bei der Zeit habe ich jetzt gerade geguckt, ein 14-tägiges Testabo. Das ist natürlich ein ähnliches Log-Angebot wie auch am Bahnhof, wenn einem die Zeitung gratis in die Hand gedrückt wird. Aber man kann das wohl auch dann einfach online kündigen, hoffe ich zumindest mal.
Und man kann auch einzelne Ausgaben kaufen. Hier von der NZZ kostet die dann 2,99. Ich glaube, das sind 50 Cent weniger, als wenn ich sie hier am Kiosk kaufe. Ich meine, da kostet die Zürcher Zeitung 3,50 oder sowas in die Richtung. Also noch ein sehr schönes Feature neben dem Bücherlesen. Das Bücherlesen werde ich noch ausführlich testen und mich dann nochmal melden.